verlaufen. Ah, Gott, oh Gott. Na komm. Oh nee, das ist wieder unser Freund der Welt, ne? Was haben wir denn hier? Tipps und Tricks. Alter! Das gibt's doch nicht. Ah, das ist für Erze. Na komm schon, komm schon. Alter, was soll das denn? Jetzt muss ich den echt hinlegen auf den Tisch, damit ich mit dem Zeigefinger auf A drücken kann. Weil ich sonst nicht schnell genug bin. Nee. Ein Fischfossil. Okay. Dann haben wir halt ein Fischfossil bekommen, ne? Ist ja auch mal was. Ich bin gerade so ein bisschen überrascht. Können wir gebrauchen. Definitiv. Noch eins wäre natürlich auch okay. Aber ich glaube, den Gefallen tut das Spiel uns nicht. Aber schon ein zweites Fischfossil. Ich habe in meinem anderen Spielstand habe ich nicht eins. Da habe ich auch noch nicht mal die beiden. Oh Gott, was ist das denn gewesen? Alter, ihr hört mich bestimmt hier, wie es auf dem Tisch hier knackt. Na, oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ihr wollt noch eins, ja, sehr schön. Wunderbar. Dorfbewohner. Da steht leider nicht, was man von den Einzelnen kriegt, okay. Aber das mit dem Fischfossil ist schon gerade ein hartes Stück. Hier zwei Stück hintereinander. Insgesamt also schon drei Fischfossile bekommen. Aber da muss man hier echt richtig in die Tasten hauen, ne? Wie gesagt, das Ding liegt schon auf dem Tisch, damit ich da wirklich drauf rumkloppen kann. Wie verrückt. Und ich bin schon gut in sowas, ne? Ich kenne Leute, die können nicht so gut Button smashen. Ne? Jawohl, das wird nur eins, oder? Jawohl! Fischfossil Nummer 3 heute. Warum nicht gleich so? Wir kaufen uns da den UFO-Wagen, ne? Da ist ab und zu mal ein paar kleiner Fisch dabei. Macht ja auch nichts. Ich glaube, ich habe gerade einen Blutdruck von 100 zu 60. So aufregend, wie das hier ist. Na? Natürlich könnten wir unser Geld auch vermehren, indem wir halt ganz viel Mehl kaufen. Ne? Wo das Thema jetzt gerade im Chat wieder aufkommt. Und dann durch Brot eben dann ganz viel Geld machen.
Okay, das Brot kann man dann einfach mit einer normalen Pfanne direkt zu Toast machen. Da schaue ich dann nochmal in die Rezepte, würde ich sagen. Boah, Babychen, was rastest du denn gerade so aus? Ich weiß, Mami kaut gerade nichts. Mami ist gerade nicht am Essen, das ist doof, ne? Sowas Blödes. Sonstiges, da ist bestimmt das Brot dabei. Genau, hier, Weizenmehl und Topf. Und als Zusatz kann man noch Butter und Walnuss hinzufügen. Ist hier auch der Toast? Toast, 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 Toast. Nee. Ich finde ihn nicht. Vielleicht bei den Desserts? Kekse. Mehl, Ei und Butter. Aber wir können ja noch keine Butter herstellen. Da ist auch kein Toast dabei. Vielleicht bei den Vorspeisen. Ich hätte gerne noch ein Dings, ein Fossil. Das wäre voll toll. Oh, gleich brechen wir zusammen hier. Ah, Brot und Ei macht armer Ritter. Im Topf. Ah, da ist auch der Toast. Brot und Pfanne. Ja. Aber natürlich wäre armer Ritter auch eine Möglichkeit. Brot, Ei und Topf. Wasser trinken? Ja, ich trinke ja den ganzen Tag nichts anderes als Wasser. Und zwar ziemlich viel auch noch. Also ich brauche schon so meine 2 Sixpacks in der Woche mit jeweils 1,5 Liter Flaschen. Ne? Wir machen uns mal auf den Rückweg. Sonst können wir nicht nochmal die Pflänzchen gießen. Oh, ich glaube, das wird sowieso knapp mit dem Gießen. Ich habe meine ganze Ausdauer weggebasht. Das ist ja eklig. Mal gucken, ob es wenigstens für eins der großen Felder noch reicht. Also von den Einmalernten. So, noch schnell verkaufen. Unsere 3 Fischfossile, ne, für jeweils 4000. Pferdekeks. Nee, brauche ich nicht. Das gibt ordentlich Asche am nächsten Tag. Das wird wirklich ordentlich Asche geben hier. Uiuiuiuiuiuiui. Was haben wir denn hier Feines? Irgendwas da, was wir doch da verkaufen könnten. Das könnten wir verkaufen. Unter diesem Ball auch noch. So.
kippe ich noch nicht in Ohnmacht. Jetzt kippe ich in Ohnmacht. Naja, immerhin. Ist ja nicht so tragisch. Wir haben ja noch mindestens eine Stunde. Da kommen wir bestimmt nochmal zum Speichern. Okay, heute ist das Kochfest mit dem Thema Suppe. Habt ihr die Zahl gesehen? 23.150. Ach du Scheiße. Das ist echt heftig. Wann lerne ich es? So. Das wegpacken, das wegpacken. Den Hund einmal durch die Gegend werfen. Na, komm, Kätzchen. So, wundervoll. Also das, unsere Finanzen sehen gut aus. Sehr gut, um genau zu sein. So, ich glaube, wir haben alle Kühe erwischt, was das Streicheln angeht. Nein, nicht angeln. Ich will die bürsten. So. Ja, für mich ist das sehr, sehr viel. Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Im ersten Let's Play wäre ich ja echt froh gewesen für jeden Cent, ne? Nein, das ist keine Melkmaschine. Das ist echt jede Menge Asche hier. Also, finanziell sieht es bei mir im anderen Spielstand noch lange nicht so gut aus. Aber wie gesagt, da habe ich auch noch nicht ein Fischfossil gefunden. Ich wollte eigentlich melken. Danke, liebes Pferd. Rudi. Oh Gott, oh Gott. Das mit den Kühen ist echt, also viel Arbeit irgendwann, glaube ich. Wenn man so den ganzen Stall voll hat. Ich glaube, wir können ja noch maximal 5 Kühe halt holen. Die auch noch. Nee, ich fand das auch gar nicht beleidigend. Das ist eine Tatsache, dass ich es irgendwie finanziell in solchen Spielen einfach nicht drauf habe. Außer im Eurotruck-Simulator. Da habe ich meine 12 Millionen. Jersey-Kühe. Habe ich schon von gehört. Werde ich auf jeden Fall welche kaufen. Ich muss mal gucken, ob ich nicht sogar einfach das jetzt bei den Kühen, die ich jetzt habe, belasse. Und dann einfach bis Jahr 2 warte. Gott, darf man nicht so schnell aussprechen, diesen Satz. Um dann eben direkt Jersey-Kühe zu kaufen. Dann brauche ich mir die Mühe nicht machen, um die anderen Kühe zu verkaufen. Und ja, habe ich jetzt alle Kühe erwischt. Das sieht... Lilly fehlt noch. Also eine Kuh ist noch nicht gemolken. Wer ist von euch Lilly? Ihr seht alle gleich aus. Keine von euch ist Lilly. Hat der Hund Lilly rausgebracht? Gut möglich, ne? Tatsache, da ist sie. Da ist sie. Gestreichelt haben wir sie schon und dann hat der Hund sie geholt und dann... Ja. Ne? Aber unser Pferd ist jetzt noch drin, ne? Wenn ich es zwischen den ganzen Kühen finde. Wie so ein Wimmelbildspiel. Suche das Pferd zwischen den Kühen. Oh, ich sollte vielleicht auch mal gießen. So. Na? Was
sind Tomaten, oder? Mhm, wir haben keine Radieschen. Wir haben nur Tomaten hier stehen. Lohnt sich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr groß Radieschen anzubauen, oder? Oder doch? Ja, doch, eigentlich schon. So, heute sind die Hühner aber gut sortiert, muss ich sagen. Boah, mein Kreuz. Ach so, ja. Warum mein Rücken jetzt eigentlich überhaupt immer noch wehtut, ist eigentlich ganz einfach, um zu erklären. Wir hatten dann die Pflaster übrigens, also diese Tapes abgemacht, ne? Wegen den Blasen. Weil ich nicht noch mehr kriegen wollte. Ah, wir haben jetzt Kochfest, ne? Das darf ich nicht verpassen. So, machen. Ja, und die Akupunkturnadeln hatte ich dann auch rausgemacht, weil wenn diese Pflaster sich leicht lösen, dann löst sich natürlich auch die Nadel mit, die an dem Pflaster klebt. Und dann kann es halt passieren, dass wenn man sich dann drauflegt, sich die dann praktisch neu reinpiekst in den Rücken und das ist nicht so geil. Das tut zwar nicht weh, aber das juckt unheimlich, wie als wenn einer einen dauernd kitzelt. Das ist voll... Ein Pudding machen wir noch.